Ja, Hallöchen. Tagesmotivation von heute ist Schönheit. Wir sprechen hier von zwei Arten von Schönheit. Einmal von innerer Schönheit und einmal von äußerer Schönheit. Und wichtig ist natürlich die innere Schönheit, wenn Sie Ihren Frieden gefunden haben, wenn Sie Ihre Berufung gefunden haben, wenn es Ihnen richtig gut geht, wenn Sie im Lot sind, dann haben Sie diese fantastische, großartige Ausstrahlung, dann haben Sie diesen inneren Frieden, diese innere Schönheit und das wirkt Sie natürlich auch sofort nach außen. Natürlich muss ich auch außen einiges machen für die Schönheit von außen. Ich muss mich auch entsprechend pflegen. Das ist ganz, ganz wichtig. Viele meinen einfach, Duschen, Wasser, Seife, das reicht völlig aus. Dem ist natürlich nicht so. Da braucht es schon einiges mehr. Ich empfehle da natürlich ganz, ganz klar Naturkosmetik und Kramerin Naturkosmetik, weil es ist einfach wichtig, dass man die Haut entsprechend pflegt, dass man die Haut auch entsprechend ernährt. Und das natürlich ohne Konservierung und ohne Farbstoffe, dass es klare, reine, zertifizierte Naturkosmetikprodukte sind. Und auch für Ihre innere Schönheit kommen Sie immer wieder zur Ruhe, machen Sie Vitalentspannung, machen Sie Yoga, gehen Sie immer wieder in diese Entspannung rein, in die Ruhe, in die sogenannte innere Kraft und lassen Sie sich auch regelmäßig pflegen. Das möchte ich Ihnen sehr ans Herz legen. Mindestens einmal die Woche eine Massage, mindestens einmal, idealerweise alle 4 Wochen eine wunderschöne Kosmetikbehandlung, schöne Bäder, wundervolle Öle, um einfach ihre Schönheit zu betonen. Denn diese Streicheleinheiten, die tun so gut, das baut dermaßen auf. Es ist ein wunderschönes Feeling. Aber das liegt natürlich immer an Ihnen. Sie müssen da einfach entsprechend planen. Sie müssen es in einen Terminplan eintragen. Und dann ist es auch wichtig, dass Sie es konsequent umziehen. Achten Sie auf Ihre innere und äußere Schönheit. Okay, in diesem Sinne viel Spaß, alles Liebe, tschüss, Jens Kramer.